War wohl irgendeine Nebenwirkung oder die haben mir einfach mal irgendwie auf den Magen geschlagen. Das nicht auf den Magen geschlagen, kann ich ja jetzt auch nicht sagen. Einfach, ich hatte einfach nur keinen Hunger. Also totaler Appetitzügler war das. Ungewollt natürlich. Und da habe ich schon selber Angst bekommen. Ohne Witz. Ich war ja wegen dem Ischias, war ich ja 6 Wochen lang krank. Kurz vor der Gamescom-Zeit, also das war dann auch hardcore, wie ich da über die Gamescom geschlichen bin. Das war auch nicht unbedingt das Schönste. Und ja, aber bin wieder gut rausgekommen. Zum Glück keine bleibenden Schäden. Aber das hat mich dann schon beunruhigt. Vor allem, wenn man dann so eine Antriebslosigkeit kriegt, weil man sich denkt, ich bin nichts wert, weil ich kann mich nicht bewegen oder nicht richtig bewegen. Das ist halt so krass. Und wenn ich dann so eine Story höre, wie von einem Arbeitskollegen von mir, der einfach, ja, der schon jetzt die dritte Woche krank ist, okay, der hat dann ungefähr dieselben Symptome wie bei einem Bandscheibenvorfall, hat aber keinen Bandscheibenvorfall. Das ist dann schon ein bisschen kurios und da kann ich mich gut reinversetzen, weil ich hatte ja jetzt nicht wirklich einen Bandscheibenvorfall. Aber, ja, wie soll ich sagen? Ähnliche Symptome, weil mir halt die Bandscheibe auf den Nerv gedrückt hat. Und ja, das ist schon krass, wenn man dann wirklich. Und die Ärzte wissen absolut nicht, was er hat. Das ist ja das Nächste. Wenn man, wenn Ärzte mal sagen, hey, ich weiß nicht, was du hast. Und dann. Und du hast brutalste Schmerzen, spürst die Beine nicht mehr und schieß mich tot. Dann glaube ich, geht man schon vom Schlimmsten aus, muss man sagen. Ich hoffe halt, dass meinem Arbeitskollegen da bald mal irgendwie geholfen wird und da irgendwas gefunden wird, was das jetzt sein könnte. Vielleicht muss man da müssen die Ärzte mal wieder das ein oder andere Fachbuch wälzen, um da was zusammenzukommen, um eins und eins zusammenzählen zu können. Und ja, ich bin gespannt, was es dann schlussendlich sein wird oder sein war. Muss man ja so sagen. Was es dann schlussendlich war. Weil das interessiert mich dann schon. Wenn es denn wieder werden würde. Also ich drücke ihm die Daumen auf alle Fälle und das ist natürlich schon hardcore, wenn man sich halt auch kaum rühren kann. Das ist ja das Nächste. So, ich habe jetzt vorhin Timeset 0 gemacht, einfach nur deswegen, weil ich nicht andauernd zurücklaufen will. Das würde zeitmäßig einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen, immer heimwärts zu laufen, Lehm wieder zurückbringen. Nee! Auch wenn es dazugehören würde zu Minecraft, es muss ja nicht. Ich kann die Serverbefehle machen, grenzt zwar ein bisschen an Cheating, aber in Gottes Namen, ich mache jetzt da nichts, was schlimm wäre. Einfach nur, ja, dass wir hier endlich mal vorankommen. Ach, fuck. Das ganze Inventar voll. Oh, jetzt kriege ich Damage. So, bisschen Luft holen. Und jetzt stellt sich raus, ich muss doch los. Wow. Es ist super. Es hat sich gelohnt, hier nochmal Timeset 0 zu machen. So, ich könnte hier auch das Zeug verkloppen. So, wie zum Beispiel die Erde hier. Die Erde kann ich hier anbringen. Die mache ich mal weg. Hauptsache weg den Scheiß. Den Cobblestone bringe ich auch mal weg. So, sonst noch warten. Sandblock. Ah. Meine halb kaputten Schaufeln könnte ich da noch fertig zerlegen. Das wäre auch so eine Sache. Dann hätte ich auch da wieder zwei Inventarplatz mehr. Und kann da wieder sammeln. So, jetzt esse ich mal was. Ja, dann kann ich doch noch ein bisschen hier unterwegs bleiben. Ja, so ein Inventar voller Lehm bietet sich natürlich an. 406 Meter nur. Also so weit bin ich gar nicht weg von der Heimat. Das ist schön. So, die nächste Schaufel geht eh bald hops. Und dann können wir da auch nochmal ein bisschen was reinsetzen. In diesen Inventarslot. Man muss halt nur aufpassen, wann das der Fall ist.
Aha, genau. Ich bin wieder zu spät aufgetaucht. Was mache ich denn hier? So, komm, alle mitnehmen. Muss ja auch sein. Ach komm. Das kann ja nicht sein. So, geht doch. Geht doch. Und wupp. Haben wir alles? Jo. Gut, dann müssen. Ah, da hinten ist noch Lehm. Nicht, dass ich diesen Batzen Lehm vergesse. Nee, nee, wir sind ja hier wegen Lehm hier und deswegen sollten wir auch alles mitnehmen. Also eigentlich ist der Boden hier schon ziemlich lehmreich. Muss ich ja zugestehen. Das finde ich jetzt mal nicht mal so unpraktisch. Weil wir hier doch einiges zu bauen haben. Aber ich glaube, wenn wir hier fertig sind mit dem Bau, dann werde ich auch kaum noch Lehm in der Gegend haben. Da gehe ich mal stark von aus. Weil wir da einfach wirklich viel aus dem Boden holen müssen. Weil wenn man sagt, so, für jeden Dreierziegel müssen wir eigentlich, oder für jeden Ziegelstein müssen wir mindestens 4 Batzen Lehm rausholen. Einen Haufen Kohle brauchen wir dafür, weil erhitzt muss ja die Scheiße auch werden. Und ja, da ist schon ein bisschen was dabei. So, ups. Nochmal hier weiter geskippt, weil ich dem Lied gerade nicht traue. Nicht, dass hier schon wieder ein Strike hier in die Enden kommt. So. Einfach mal schön langsam die ganze Sache hier fertig machen. So, da unten ist noch Lehm, aber das ist mir fast zu tief. Deswegen lasse ich das mal. Weil hier extra immer runter zu tauchen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. So, bist du Lehm oder irgendwas anderes? Du bist Lehm, cool. Dann nehme ich den Lehm mit. Boah, jetzt muss ich hier wieder rausschwimmen. Gestaltet sich natürlich nicht so einfach. So, vielleicht muss ich auch irgendwann zur Not doch noch auf das Lehm zurückgreifen, was da unten rumschwimmt. Aber ich lass mal fürs Erste noch. Ah, ich buddel hier den Erdblock weg. Klar. Muss ja auch sein. Ja, unter Wasser zu buddeln ist was Schönes. Vor allem, wenn man hier so was Feines hier zusammenbekommt. So, ich muss mal Luft holen. Das mache ich mal eben auch. Ist auch schön, wenn sich so eine Lehmader einfach mal unter der Erde weiter erstreckt. Und hier eine Strömung entsteht, die einfach mal heimtückisch ist. So, haben wir aber geschafft. Ganz easy. Ganz verworren. Was? Ich nehme erst seit der Pause 15 Minuten auf. Okay. Und habe so viel Lehm gesammelt in der Zeit. So, ich muss das Zeug nochmal loswerden hier. Das mache ich mal eben. So, scheiß drauf. Auch wenn es nicht in die Landschaft passt. Ich hause weg. Den Drag. So, dann habe ich noch 2 Inventarplätze frei. Wow. Also viel Platz habe ich nicht mehr zur Entfaltung. Also ich glaube, ein großes Abbaugebiet noch und dann ist eh vorbei. Da muss ich eh zurück und ausleeren. Und dann dürften meine Öfen auch schon fertig sein. Alter, mir kommt es länger vor als 15 Minuten jetzt. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt wirklich nur 15 Minuten gemacht habe bis jetzt. Eieiei. Bei manchen Sachen verfliegt die Zeit und jetzt gerade so, boah, mach mal Slow-Mo. Mach mal Slow-Mo bei nicht so viel, ne? Es ist natürlich schon krass. Ich habe jetzt wirklich mit mehr gerechnet. Wie spät haben wir es denn? Nö, geht sogar zeitmäßig hin. Scheiße. Da habe ich den Erdblock wieder mitgenommen. So, braucht doch keiner. Alter. Ist eh schon voll. Ja, ist voll. Jetzt habe ich aber keinen Inventarplatz mehr, ne? Ich kann auch keinen mehr freiräumen. Scheiße. Dann muss ich heimwärts. 461 Meter. Also, das ist ein bisschen was, aber es wird ja eh schon wieder dunkel. Es wird ja eh schon wieder dunkel und dann können wir zurück. Können wir das Lehm zum Brutzeln bringen. Und ja, ich werde dann nochmal
losziehen und nochmal Leben holen. Weil ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr holen, ist vielleicht nicht so verkehrt. Also muss dann schon ein bisschen was sein. Ein bisschen was. Wird eh schon wieder dunkel. Hier wäre ein Höhleneingang. Coole Sache. Müssen wir irgendwann mal hin. Müssen wir irgendwann mal hin und runter, dass wir da ein bisschen Abwechslung haben. Aber so nach und nach kommt ja eh die Abwechslung. Und da muss man einfach mal bereit sein. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Jo. Zup, zup. Und rüber schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Jo, findet Nemo, ne? So, 160 Meter. Bin ja eh schon so gut wie da. Ne, Häschen? Ein Kuhhäschen. Das war ein Kuhhäschen. Ein Kuhfleckhäschen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist halt kuhfleckmäßig. So. Die Richtung waren das. 461 Meter. So, und alles wegbuzzern. Und natürlich erstmal auffüllen. Muss ja auch sein. Wir brauchen da schon. Wir müssen da schon den Ofen auch noch am Laufen halten, auch wenn wir hier noch unterwegs sind. Das ist Kacke. Hier ist gar nichts gebrutzelt, weil ich zu weit weg war. Yes! Läuft! Aber mal gar nicht. So. Jetzt muss ich aber bald mal eine Kiste erstellen, nur für das Lehmgedöns. Boah, boah. Boah. Wir haben sehr viel Lehm jetzt, aber das reicht nicht. So, dann bringe ich halt noch ein bisschen was weg, was ich hier noch so wegbringen kann. Und dann werde ich mich da auch schnellstmöglich wieder auf den Weg machen. Schnellstmöglich. So, Schaufeln brauche ich dann auf jeden Fall auch noch. So, hier sehe ich gerade ein bisschen Golderz. Das nehme ich mal kurz mit. Das nehme ich kurz mal mit. Wenn wir das einfach mal brauchen. So, ich werde mir auch bald, ich glaube, ich werde mir auch bald ein paar Öfen mehr hinstellen. Weil, um ehrlich zu sein, das dauert mir fast alle ein bisschen zu lange. Aber es ist nur fast. So, ich mache mir nur drei Schaufeln. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht. Mehr brauche ich nicht für mein ganzes Vorhaben. So, dann machen wir nochmal Timeset 0. Dann ist auch gut. Gut, dann entschwinde ich mal wieder und lasse den Ofen nicht brutzeln, da ich zu weit weg bin. Mensch, das ärgert mich. Das ärgert mich ohne Witz, dass man mit 461 Metern schon so weit vom Ofen weg ist, dass der einfach nicht mehr weiter brutzelt. Ich verstehe es nicht. Das ist blöd. Ich verstehe es ja noch, wenn ich in der alten Welt rumgammel, dass er dann nicht weiter brutzelt. Aber so. Es ist ja keine Entfernung. Nicht wirklich. Und. Heieiei. Ist dann einfach das hier so makital oder so effektiv weggemacht wird. So, 222 Meter. Also ein Stück weit habe ich noch. So, hier erstmal übers Wasser schwimmen. Und dann können wir da hinten wieder weiter abbauen. Dass sich da eventuell noch so versteckt. So, ist da vielleicht noch Leben drin? Ich hätte eigentlich trotzdem in das Wasser gucken können. Ich habe ja sicherlich den einen oder anderen Lehmblock übersehen, der sich hier irgendwo mal hin erstreckt hat. So. Wo müssen wir hin? So, den habe ich schon. Ah, noch ein bisschen. Gleich haben wir's. Und dann wird man auch gleich die Ecke finden, wo wir abgebaut haben. Alter. Huch, das ist aber auch ein schöner Höhleneingang. Also Höhlen sind hier auch in der Nähe. In der Nähe so viel, dass man eigentlich sagen kann, ja, passt. Da kann man schon mal was unternehmen. Das ist super. Dann kommt der Entdeckerdrang wieder raus. Ich muss hier echt zwischendurch ab und an was trinken.
Es hilft nicht, weil mit einem kratzigen Hals was aufzunehmen ist immer blöd, ne? Sehr blöd. So, ein bisschen muss ich noch. So, ja, gut, war eigentlich schon an der Wasserader.